Equipment und Outdoor. Wir sind in Halle 3 auf dem Caravansalon 2024. Was ist Halle 3? Ja, Equipment und Outdoor, also Gadgets sozusagen. Genau das, was mich interessiert. Und wir schauen mal, was ich dieses Jahr Tolles für euch Neues entdecken kann. Da habe ich auch schon das erste Interessante entdeckt. Ich stehe ja so auf Lampen, also alles, was irgendwie leuchtet. Und hier habe ich jetzt entdeckt, gibt es eine Lichterkette, die ist quasi in so einem Seil drin. Das heißt, das ist zum Beispiel perfekt zum Abspannen von Zelten. Nicht nur als Deko-Element, sondern ganz einfach, dass man sagen kann, okay, im Dunkeln kann halt keiner drüber fliegen. Finde ich eigentlich ganz cool, die Geschichte. Das Ganze, wie es aussieht hier mit USB, sogar USB-C. Also schon relativ fortschrittlich. Einfach Powerbank ran. Ja, Helligkeit kann man anscheinend regeln. Ja. Aber hält die denn Regen aus hier? Ja, muss man bestimmt eine Power... Ach hier, da gibt es ein Regenbag dazu, ne? Für die Powerbank. Sehe ich das genau, richtig? Genau, ja. Genau. Also es muss an der Stromquelle angeschlossen sein. Ja. Und man kann halt eine Powerbank nehmen. Und die Powerbank und der Controller sind beide ja nicht wasserfest. Ja. Deshalb kann man die in einem Drybag machen, zuziehen. Und dann hat man alles wasserfest, was sein muss. Und kann es dann mit dem Karabiner, der ist dabei, einfach aufhängen. Ja. Dann kommt da, ist dann noch der Abspanner. Mhm. 150 Kilo belastbar, kann man wirklich benutzen, okay, wie ein normales Seil. Man kann auch einen Knoten reinmachen. Das ist der Wahnsinn. Das ist schon cool, ja. Also gerade für alle Leute, die jetzt mit einem Zelt unterwegs sind, ja, oder für die Markise zum Abspannen oder vielleicht einfach nur als Deko-Element, finde ich das eigentlich eine ganz coole Geschichte. Ich hätte mir jetzt natürlich noch gewünscht, dass die ganze Stromversorgung, das sieht alles noch so ein bisschen prototypmäßig aus. Auch hier kann man sehen, hier ist ein Schrumpfschlauch dran verbaut, der einfach eingeklebt ist, also quasi wasserfest verklebt. Ich denke, da gibt es bestimmt mal noch irgendwann eine Variante, wo das Ganze dann auch noch wasserfest wird. Wenn euch das interessiert, dann schaut hier mal bei Sunnyside vorbei. Eine Sache habe ich schon mal direkt entdeckt. Ihr wisst ja, ich bin absoluter Kaffee-Junkie und es gibt eine 12 Volt Kaffeemaschine für den Camper. Die habe ich schon mal vor einer Weile online gesehen und die schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Hallo. Hallo. Ich komme vom YouTube-Kanal Mr. Togi. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen zu Ihrer Kaffeemaschine? Ist das okay? Das ist bei mir echt schwierig. Der Chef ist gerade weg. Der Chef ist gerade weg. Tour. Okay. Der ist in 2-3 Minuten wieder da. Dann warten wir noch ein bisschen. So, der Chef ist jetzt da. Wir können uns jetzt mal die Kaffeemaschine genauer erklären lassen. Also, die Kaffeemaschine ist 12 Volt. Das ist so das Besondere daran. Wie ich jetzt schon gesehen habe, so relativ analog funktioniert das Ganze. Mit welchen Kaffeepads geht das? Also, wie funktioniert das im Detail? Die heißen EasyPods, Easy Surface Espresso. Das sind genormte Pods für Siebträgermaschinen, die europaweit passen. Die bekommt man im Internet hauptsächlich, oder? Wahrscheinlich? Internet, teilweise auch schon im stationären Handel. Es gibt ungefähr 60, 70 verschiedene Sorten, die man kaufen kann. Okay, für mich jetzt noch wichtig, gibt es auch koffeinfrei? Es gibt koffeinfrei, es gibt sogar Teepads. Teepads, auch? Kann sogar Tee dann. Und das geht dann auch mit der Maschine sozusagen? Genau. Okay. Wie viel Anpressdruck hat die Maschine jetzt? 16 Bar. 16 Bar, okay, das ist natürlich... 16 Bar. Okay, gibt es irgendeinen Pflegeaufwand, wo man sagen muss... Das Einzige, was mit Kaffee in Berührung kommt, ist dieser Schnorchel hier. Das heißt, nach Gebrauch die Maschine einfach ohne Pad kurz spannen und dann ein paar Sekunden laufen lassen. Durchspülen sozusagen. Wie der Vollautomat auch, wenn der ausgeschaltet wird, spült der kurz durch. Okay. Und das Interessante, Stromaufnahme, also was ist die Maximalstrom? Die braucht 168 Watt maximal, sprich 14 Ampere ziehen. Mhm. Ja. Also die sollte man dann schon eher mit der Bordelektronik verbinden über einen 12 Volt Zigarettenanzünder, wird es dann teilweise schon schwierig. Ist machbar, die Borddose muss halt einfach 15 Ampere liefern. Okay, also mit 15 Ampere hält dann auch. Okay, das würde funktionieren. Wie viele Sekunden ist das dann in etwa? Also wie ist die Aufheizphase? Wie viele Sekunden? Die Maschine braucht je nach Außentemperatur 3 bis 5 Minuten, bis die aufgeheizt ist. Einmalig. Okay. Also man könnte sagen, so maximal 5 Minuten fließen ca. 150, 160 Watt sozusagen. Nee, die Aufheizphase sind 120 Watt. Ach so. Wenn die Pumpe hinzugeschaltet wird, dann sind es 170 Watt. Okay. Ja? Und die Aufheizphase ist doch nur einmal, wenn ich die Maschine morgens einschalte. Wenn der Thermoblock innen drin heiß ist, bleibt der heiß, solange die Maschine eingeschaltet ist. Okay. Und da ist dann auch so genug Wasser drin sozusagen, dass man dann mehrere... 0,7 Liter. Okay. Dann geht er mal hier. Ja. Ja, da passt 0,7 Liter rein. Ah, okay. Und der ganze Tank wird dann aufgeheizt sozusagen? Nein, nein, nein. Das Wasser, der Tank wird nicht aufgeheizt. Ja. Das Wasser wird im Durchlauf erhitzt. Ja, im Thermoblock. Ja, okay.
Ach so, und der Thermoblock hat eine gewisse Temperatur. Ganz genau. Okay, dann läuft das Wasser durch. Ein Durchlauferhitzer. Ja, okay, verstehe. Mhm. Ich dachte jetzt, also bei dem Durchlauferhitzer wird das ja immer dann erhitzt, also so vom Verständnis her. Wasser läuft durch, der Erhitzer läuft und kommt heiß hinten raus. Aber hier bleibt der Durchlauferhitzer noch ein Stück weit warm, weil, sozusagen. Weil es ein Thermoblock ist. Weil es ein Thermoblock ist. Okay, verstehe. Spannend. Also ansonsten ist die Maschine ja recht einfach zu bedienen. Ne? Hier unten gibt es nochmal einen Ausfangbehälter, sehe ich gerade. Ja, Topfblech. Ja, und wenn man halt dann die Maschine spannt. Wie gesagt, wir sind leider, haben noch keine Pads mehr. Ja. Wir schalten die Pumpe dann einfach hier ein. Ja. Dann sehen wir, läuft das Wasser schon raus. Und das Vorheizen passiert dann über das normale Ganz Einschalten, genau. Weil die angeschaltet ist. Und die Pumpe schaltet wieder händisch aus. Ja, okay. Das war's. Und so bestimmt man dann seine Kaffeemenge im Endeffekt. Ganz genau, ganz genau. Man sieht auch, eine normale große Tasse passt runter. Ja. Und okay. Eine normale Tasse läuft binnen 60 bis 90 Sekunden voll. Okay, das ist natürlich anständig. Das heißt also, mit Aufheizphase, die erste Tasse dauert circa 5 Minuten, die zweite maximal 2. Okay, das wollte ich noch. Achso, welche Temperatur erreicht das Wasser? Bis 95 Grad. 95, ja, das ist auf jeden Fall ausreichend. Ist die Temperatur einstellbar? Nein. Nicht einstellbar. Das sind die einzigen zwei Knöpfe, die es da eben Ganz gibt. Genau. Also die Maschine einschalten plus Kaffee lassen. Exakt. Relativ analog, sage ich jetzt mal. Da macht das Kaffeemachen noch Spaß. So simpel gemacht wie möglich, weil alles, was an Technik drin ist, kann kaputt gehen. Die Geräte, die bewegt werden, ja. Die Wohnwagen, es geht meistens kaputt. Ja. Man muss ja halt auch sagen, die Maschine ist ja quasi auch ständigen Erschütterungen ausgesetzt. Das, ne? ist das. Ja. Um das zu vermeiden, dass dann Platinen brechen, ja. Haben wir sie erst gar nicht eingebaut. Okay. Ja, das ist natürlich clever, ja. Jetzt kommen wir noch zum Spannendsten. Was kostet die Maschine? Die Maschine kostet normalerweise 349 Euro. Mhm. Und auf der Messe verkauft man die zum super Sonderpreis für 249 Euro. Ja, ist, denke ich, gerechtfertigt, muss man sagen, ja. Finde ich gut. Ist komplett aus Metall gefertigt, hat ein Gewicht von 5,6 Kilogramm. Ja, das ist auch nochmal interessant zu sagen, genau. Ist für eine Siebträgermaschine eigentlich sehr, sehr leicht. Ja. Leichter geht nicht. Ja. Der Thermoblock hat knapp 3 Kilogramm. Ja, gut, das ist klar, ja. Sehe ich das richtig? Ist die noch wie rutschfest? Sie hat 4 Saugnäpfe, ganz genau. Ach, per Saugnapf. Ja. Ja, 4 Stück. Die kann man auch nochmal rausschrauben. Ja. Das heißt, die Feingewinde M4 sind die reingeschraubt. Ja. Man kann die an der Schrauben ersetzen. Ah, okay. Nicht festschrauben. Ja, weil Saugnäpfe über die Jahre verlieren ja auch gern mal so ein bisschen ihren Weichmacher. Ja. Genau. Was viele machen mittlerweile, die kaufen sich die Magnete. Ja. Aus Willi. Ja. Und schrauben die runter, machen die runter. Dann halt auf eine Magnetplatte im Endeffekt. Ganz ja, genau. Ist auch eine Option. Ganz ja. Genau. Sehr cool. Auf jeden Fall. Ganz lieben Dank. Gerne. Wenn du dich jetzt auch für die Kaffeemaschine interessierst, die Kaffeemaschine heißt Chemtech und das Ganze gibt es unter www.penki.de zu kaufen. Das wäre doch was, oder? Da bist du King auf dem Wohnmobilstellplatz. So, wir sind hier am Stand. So, und hier kommt jetzt der Togi aus dem Off, da leider mein Mikrofon versagt hat in dem Moment. Daher muss ich das Ganze jetzt nachvertun. Wir sind auf jeden Fall hier gerade am Stand von Silvi. Und Silvi hat gestern, also zum Freitag, zum Pressetag auf dem Caravansalon, ein neues Produkt vorgestellt, was ich natürlich besonders interessant finde. Da ihr ja wisst, ich habe mir einen Silvi, ja, geeigneten Tisch gebaut. Also das heißt, ich habe mir quasi einen Tisch gebaut, wo Metallstreben unten drin sind und da ist auch schon das neue Produkt. Und zwar ist das eine Lampe, eine Akkulampe, die in Zusammenarbeit mit einer anderen Firma entstanden ist, mit natürlich Magnetfuß. Das Ganze mit warmweißem, kaltweißem Licht. Es ist wasserfest, also ihr könnt die auch gern mit rausnehmen, in den Regen stellen, das ist gar kein Problem. USB-C zum Aufladen. Der Akku, der hält eine halbe Ewigkeit, ich glaube 16 Stunden, hat er gesagt, auf der kleinen Stufe. Ja, warmweiß, kaltweiß hatte ich, glaube ich, schon gesagt. Auf jeden Fall eine ziemlich coole Geschichte. Allerdings muss man halt auch fairerweise sagen, mit 119 Euro ist diese Lampe halt nicht gerade günstig und das muss man sich ganz genau überlegen. Das Pad, wo ich die gerade draufgestellt habe, liegt, glaube ich, bei 35 Euro. Ja gut. Sicherlich jetzt auch nicht unbedingt wasserfest, aber für gerade mal 19,99 Euro und die sieht ja ziemlich identisch aus. Und der von Silvi. Also ich glaube, auch wieder mit USB-C. Zwar jetzt nicht im Fuß, sondern hier oben in der Lampe drin. Puh. Also ob ich da jetzt für Silvi das Geld ausgebe, auch hier, denke ich. Naja, nee, hier kann man kein Magnet nachrüsten, das wird nichts. Die ist halt wirklich nur zum Hinstellen. Muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er das Geld ausgeben möchte. Ich habe
meinem Wohnmobil zwar schon eine Matratze, mit der ich sehr zufrieden bin. Ihr habt das Video vielleicht gesehen, ich habe Vanmate bei mir verbaut. Aber ich bin jetzt gerade bei Flexima und die haben ein neues patentiertes System. Und das, würde ich sagen, schauen wir uns jetzt erstmal etwas genauer an. So, ich grüße dich. Hi. Alfred ist dein Name. Ja, perfekt. Hi. Genau, wir sind jetzt gerade mal bei dir am Stand. Flexima, ich habe gerade gesehen, metallfrei patentierte Federkernelemente. Was bedeutet das? Kannst du uns was dazu erzählen? Also lass mal gucken, wo die Kamera ist. Da. Wir haben vor über 20 Jahren haben wir angefangen mit der Idee, eine Lösung zu suchen, die hohen Schlafkomfort in maßgefertigten Matratzen da ermöglicht. Sind wir schon beim ersten Punkt. Also ihr könnt die Matratzen direkt für das Wohnmobil individuell anfertigen, sozusagen, für die entsprechenden Maße. Genau, also jegliche Größe in verschiedenen Teilungen. Ja. Manchmal muss man ja irgendwo zum Stauraum dazu, dann braucht genau. man ein extra Teil. Für Hubbetten, ganz oft sind auch Aussparungen unterhalb notwendig, weil irgendwelche Belüftungssysteme etc. Genau, verbaut ja. sind. Ist alles kein großes Problem. Okay. Und wir haben dafür eben ein spezielles System entwickelt, das zusätzlich noch den Lattenrost unterhalb ersetzen kann. Das heißt, okay. du brauchst nicht zwingend einen Lattenrost. Ja. Dafür haben wir diese Federung entwickelt. Mhm. Die, ich kann das auch gerne mal zeigen. Ja, gerne. Die sitzt da in der Matratze drin. Mhm. Also wie so ein Federkern im Endeffekt, ne? Nur genau, eben nicht also, aus Metall. So ist es. Wir wollten was okay. Metallfreies. Wir ja. machen auch viel für Schiffe. Da ist Korrosion oft ein Thema. Ja, also das stimmt. Noch feuchtere Umgebung, als es halt auch im Fahrzeug natürlich sein ja. kann. Deswegen wollte man kein Metall, aber trotzdem gefedert und durchlüftet. Ja, okay. Und dadurch, mit diesem System haben wir in diesen Lüftungslöchern, die gehen dann wirklich auch bis zum Rand, ja. immer Luft in der Matratze, Luft ah, kann zirkulieren, okay. Feuchtigkeit ja. kann weg und auftrocknen. Und gleichzeitig hat man aber diesen Federkerneffekt wahrscheinlich noch. Genau, ne? Also es ist schön gefedert. Mhm. Die Federn sind auch individuell anpassbar. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ja. Genau. So können wir eigentlich den Härtegrad von vornherein für dich noch besser in Zonen anpassen. Okay, also ihr habt auch mehrere Zonen, wie bei so einer klassischen Matratze zu Hause. Genau. Okay. Also, und was gibt es dann? H1, H2, H3, H4? Oder? Genau, so wie sie da liegen. Da haben wir vier verschiedene Härtegrade zum Beispiel von unserem gängigsten Modell. Das ja. ist in 17 cm Höhe für die meisten Fahrzeuge von der Höhe her. Ach. Die Höhe möglich. Ist festgegeben, also ihr könnt jetzt nicht flacher. Ich habe jetzt zum Beispiel eine drin, die ist bei mir 11 cm und das ist gefühlt schon fast zu hoch. Für 11 schafft man nicht ganz mit den Federn, ja. 13 ist Minimum, das 13, ist die Variante, okay. die da hinter dir liegt. Ja, ja, ich denke, das geht auch noch. Ja. Hat man dann einen Nachteil, wenn man sagt, man hat eine flachere Matratze? Ist dann irgendwie generell gilt schon, je höher, desto komfortabler. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel in Fahrzeugen nicht mal das geht, haben wir auch Lösungen, zum Beispiel fürs Dachzelt, die noch dünner ja. sind. Aber das ist aber dann ohne Federkern. Ja, genau. Also da geht okay. leider die Feder nicht, weil die Feder alleine schon 7 cm hoch ist und da muss okay. noch ein bisschen Schaum rum, weil wenn du direkt auf der Feder ja, bist, ist es auch nicht unangenehm. Angenehm. Ja, also von dem her fangen wir mit 13 cm geht's los. 17, haben auch 22. Und ihr geht aber auch direkt auf Privatkunden, ne? Nehme ich an? Ist unser Hauptgeschäft. Ist euer Hauptgeschäft, genau. Also. Und dann lass uns doch mal über Preise reden. Wo fangen wir an? Open End wahrscheinlich, ne? Wo hören wir auf? Ja, nicht ganz Open End, aber ich sag mal, du musst rechnen für so eine 80 breite Matratze. Mhm. In der mittleren Ausführung kommst mit 950 Euro. Mhm. Hast dann aber eben schon Lattenrost inkludiert, das heißt, du brauchst keine Unterfederung mehr. Ja. Hast einen extrem hohen Schlafkomfort, das muss man auch dazu sagen. Ja. Und unsere Matratzen sind sehr langlebig. Also wir garantieren da auf das Federsystem volle Garantie 10 Jahre. Volle Garantie 10 Jahre. Das heißt, sollte okay. da was sein. Nur auf das Federsystem oder genau, auf die ganze Matratze? Nee, auf den Schaum 2 Jahre voll. Ach, okay. Und auf die Federung 10 Jahre. Okay. Also wenn bei der Feder was sein sollte, weil das immer so ein bisschen die Bedenken der Kunden sind, dass der Kunststoff halt nachgibt, aber ja. wir verwenden da einen Spezialkunststoff, der ist eigentlich primär für die Luft- und Raumfahrt im Einsatz und damit produzieren wir selber. Wir haben also die Maschinen, die Formen, um diese Federn selber produzieren. Okay, also es ist schon alles, die ganze Matratze passiert intern sozusagen. Die genau. wird also wirklich von euch gefertigt. In-house. Ist ja für viele auch interessant. Wird das in Deutschland hergestellt? Wir sind eine österreichische Firma, also Österreich. Die Produktion ist in Österreich in dem Fall. Ja, ja. Wir haben ungefähr 25 Handelspartner in Deutschland, die unsere Matratze auch vertreiben, die primär vor allem dafür da sind, dass sie den Kunden natürlich beraten und Maß nehmen. Ja, okay. Weil das wäre auch meine Frage gewesen, nimmt der Kunde dann selbst Maß oder wie, das
ist ja auch immer, jeder misst ja irgendwie gefühlt ein Stückchen anders. Ne? Ihr habt ja dann schon irgendwie wahrscheinlich, ne, dass ihr sagt, ihr lasst links und rechts einen Zentimeter Platz oder wie auch immer. Oder kann der Kunde tatsächlich auch selbst euch die Maße übermitteln und dann bestellen? Genau, also es gibt Kunden, die wollen das selber auch machen, die können das natürlich selber machen. Ja. Es gibt Kunden, die sagen, nein, wäre es lieber, wenn das ein Experte macht. Mhm. Der hat dann eben die Möglichkeit, entweder geht er zum Vertriebspartner oder er kommt zu uns. Mhm. Wir bieten für Fahrzeuge einen sogenannten Just-in-Time-Service an. Mhm. Das heißt, die Kunden können einen Termin bei uns ausmachen, kommen in der Früh zu uns mit dem Fahrzeug, suchen sich im Schauraum dann das passende Modell aus. Wir haben, wie gesagt, in verschiedenen Höhen immer noch verschiedene Härtegrade auch, sodass es dann individuell für den Kunden am besten passt. Ja. Und dann machen wir, nachdem der Kunde sich das ausgesucht hat, im Fahrzeug direkt die Vermessung und produzieren an diesem Tag die Matratze. Cool. Dann würde ich sagen, schönes System auf jeden Fall. Wenn ihr euch dafür interessiert, wo finden die Kunden euch? Unter www.fleximer.com. Alles klar. Findet man alle Informationen. Wir sind auf vielen Messen, unter anderem, wie ihr seht, auch hier im Caravan-Salon. Genau. Machen aber auch ganz viele andere Messen. Alles klar, dann super. Herzlichen Dank. Gerne. Und wir ziehen weiter. Ja, das ist der Boogie. Wir hatten heute was vor. Oh, musst du so schreien? Oh. Los geht's. So, wir sind jetzt mal am Stand von Kärcher. Kärcher kennen ja viele von uns. Und da ist mir schon das erste ins Auge gesprungen. Und zwar ist es dieser kleine Staubsauger. Der sieht relativ ähnlich mit dem aus, den ich auch habe. Aber er hat ein paar Besonderheiten. Und ich würde sagen, du erklärst uns am besten mal die Besonderheiten. Wer bist du erstmal? Dominik. Ja, Dominik. Genau, Dominik von Kärcher. Er zeigt uns jetzt mal diesen kleinen Staubsauger, weil wir sind ja im Wohnmobilbereich unterwegs und das heißt, kompakte Größe ist für uns besonders interessant. Ich bin jetzt gerade hierher gekommen und dachte mir so, ah Mist, wieder einer mit Station. Das heißt, ich habe im Wohnmobil ja nicht den Platz für die Station, aber wir haben jetzt schon festgestellt, er hat USB-C. Ja, was kann er so? Was ist das Besondere an eurem Staubsauger? Was habt ihr euch dabei gedacht? Wir haben uns dabei gedacht, wie du es gerade schon angesprochen hattest, unser ursprüngliches Gerät einmal mit Ladestation. Man hat einfach nicht immer den Platz, das Ganze im Wohnmobil dann auch aufzustellen. Deswegen unsere Weiterentwicklung, ganz einfach per USB-C zu laden, sei es im Camper, im Auto, sie sind ganz flexibel. Einmal dabei unsere 2-in-1 Fugendüse, beispielsweise wenn es auch darum geht, mal eine Tastatur abzusaugen, einfach nach oben klappen und los geht's. Ja. Das Gerät ist super klein zu verstauen, kann man ganz einfach auseinander machen. Wir haben hier einen HEPA-Filter mit drin, der da wurde schon leider gesaugt. Ein bisschen Schmutz rausfällt. Also einmal hier den Staubbehälter einfach auszuleeren, den HEPA-Filter einfach mit Wasser auszuwaschen, wieder einsetzen, wenn er wieder trocken ist, Gerätekopf drauf und los geht's. Wir haben zwei Leistungsstufen, darfst du gerne auch mal testen. Ja. Einmal drücken, das Gerät hat 70 Watt. Wie Saugleistung ist das? Weißt du das? Das sind 70 Watt. 70 Watt Saugleistung, der genau. Also ich muss auch sagen, ich mach mal aus, dass ihr mich auch hört, aber der hat wirklich eine Saugleistung, wo ich sage, das ist für so einen kleinen, kompakten Sauger ziemlich cool. Ich habe euch ja schon mal den einen vorgestellt, der hat aber glaube ich 100 Euro gekostet und ich bin der Meinung, der hat deutlich weniger Saugleistung als der hier. Also das ist hier schon beachtlich, muss ich sagen. Also hat zwei Leistungsstufen, wie lang läuft der mit einer Akkuladung? Also in der größten Leistungsstufe sind wir bei 10 Minuten und im schwächeren Modus sind wir bei 20 Minuten. 10 Minuten, ja, 10 Minuten reicht auf jeden Fall auch fürs Wohnmobil. Absolut. Das Einzige, was ich persönlich noch kritisieren muss, es gibt bei diesen kleinen, kompakten Staubsaugern nie wie eine Art Bodendüse dazu. Also ein bisschen was Breiteres, wo man einfach mal den Wohnmobilboden, also gerade jetzt im kleinen Camper, ne, wir haben so einen 6 Meter Kastenwagen, wo man wirklich mal fix den Boden durchsaugen kann. Das fehlt stimmt, irgendwie bei mir, bei vielen. Also mal so vielleicht noch als Anreiz dann für die nächste Entwicklung oder vielleicht als Zubehör. Vielleicht kannst du das ja mal weitergeben. Aber ansonsten muss ich sagen, finde ich das schon cool. Gibt es Netzteil dazu oder wie ist das? Alles mit dabei. Alles mit dabei. Das Ganze kostet für die Leute, die jetzt nicht auf der Messe sind? Kostet regulär 85 Euro, um ganz genau zu sein 84,99. Ja. Und heute Messeangebot mit 30% 59,49. Okay. Und sie darf es direkt mitnehmen. Oder du darfst es direkt mitnehmen. Sehr cool. Also ich denke, der kommt mit ins Wohnmobil, da bin ich mir schon ziemlich sicher. Das waren jetzt meine Highlights von Camper-Zubehör, Wohnmobil-Zubehör. Wenn euch irgendwas dieser Gadgets interessiert, die ich jetzt gefunden habe, schaut mal unten in die Videobeschreibung. Ich habe euch natürlich alles verlinkt. Bei Silvi habe ich sogar noch einen, ich glaube, 10% Rabattgutschein, den blende ich euch hier unten mal mit ein. Ansonsten, wie gesagt, findet ihr alles unten. Ich freue mich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Videos wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute.